Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist von Heuchelei die Rede gewesen. Da muss ich noch mal einschreiten, weil das, was Sie beschrieben haben, Herr Wild, ist ja Folge eines Gesetzesbeschlusses des Parlaments, eines demokratisch gefassten Beschlusses. Und den in Verbindung zu bringen mit Heuchelei, ist vielleicht zumindest eine Geschmacksfrage. Frage: Können Sie sich selbst, Herr Wild, im eigentlichen Sinne Zinsen zahlen? Also Sie haben 100 Euro in der linken Tasche und da zahlen Sie sich dann 4% Zinsen drauf und dann tun Sie die 4 Euro in die rechte Tasche. Die Frage ist, haben Sie dann mehr Geld? Bei mir ist das so, ich habe dann nicht mehr Geld. Das heißt, rein technisch gesehen ist es richtig, dass der Pensionsfonds des Landes im Moment fiktiv mit 4% verzinst wird. Aber da man Zinsen nur von einem anderen erhalten kann, aber nicht von sich selbst, sind es im eigentlichen Sinne, wie man ein Kapitalmarktgeschäft versteht, selbstverständlich keine 4% Zinsen, sondern es handelt sich um einen Zuführungsbetrag, am Ende um einen Sonderzuführungsbetrag, Herr Wild, in den Pensionsfonds anstelle einer Verzinsung, die man auf dem Kapitalmarkt nicht mehr erwirtschaftet. Und die Bemessungsgröße ist deshalb 4%, weil kluge Mathematiker ausgerechnet haben, dass man ungefähr 4% braucht, um den Kapitalstock so zu entwickeln, damit er am Ende zahlungskräftig ist, auch in der Zukunft. Es ist aber in Wahrheit keine Verzinsung, sondern es ist ein zusätzlicher Zuführungsbetrag, weil er sich nicht mehr zu seriösen Konditionen verzinsen lässt auf dem Markt, ein Zuführungsbetrag in Höhe von 4%. Und das ist etwas anderes als eine Verzinsung im eigentlichen Sinne, sodass wir, oder ich Sie bitten würde, den Vorwurf der Heuchelei nochmal zu überdenken vor diesem sachlichen Hintergrund. Ich danke für die Aufmerksamkeit.